Schritt 1, Aurum-Armee bauen. Schritt 2, Luftschiff als geheimes Labor einrichten. Schritt 3, Weihnachtsbier rauben. Jetzt bin ich aber gespannt. Hallo zusammen. Ja, hier neben mir steht Christina Lohfeld. Und Christina, ja, du bist diesmal mit mir zusammen auf der Bühne. Am 19. Januar um 19:30 Uhr im Via Cavalier. Und der Weg dorthin ist gar nicht so schwierig. Wir werden drei Stücke spielen. Drei Verschwörungen wird es geben. Und das erste Stück, ja, da geht es um den Blutrubin, den Raub des Blutrubins. Und da wirst du Henry spielen. Hast du dich schon ein bisschen mit Henry identifizieren können? Ja, nee, so einen kleinen, ne? So 14-Jährigen kann ich ja wohl irgendwie dann rüberbringen. Herr Krieger, die Einbrecher suchen uns. Verdammt, wir sind in der Falle. Verstecken wir uns. Gut. Ja, und dann als drittes Stück, ja, da gehen wir zum Weihnachtsfest ein bisschen. Da mag sich der eine oder andere wundern. Aber tatsächlich ist es eine Geschichte, das ist Steampunk. Es ist ein Steampunk. Verrückte Steampunk-Weihnachtsgeschichte mit verrückten Wissenschaftlern. Und schreiben Sie von dem Fass, dem gewaltigen Eichenfass voller Weihnachtsbier. Ja, doch. Irgendwas, was dir besonders gefallen hat? Killer-Roboter. Psst. Nicht weiter sagen. Ich wurde mit allen Extras ausgestattet und bin voll funktionsfähig. Aber Sie sind eine Maschine. Korrekt. Ich freue mich total, weil du hast auch ein Stück mitgebracht. Richtig. Genau, es geht um den Aufstand der Stühle. Thron war bedrückt. Sein Fleischspeiner tat es nicht mehr. Er spürte es deutlich in der Federung, wenn der Fleischspeiner auf ihn niedersank. Auch schien es Thron so, als habe die Verschwörung um den heiligen Stuhl. Und der Bezug. Wir wollen natürlich, dass der heilige Stuhl nicht stürzt. Es wird Ikea-esk. Ikea-esk, wunderbar. Ja, schöner Neologismus. Was gibt es, Nummer 1? Das Außenteam ist zurück, Hochstehender. Wie immer wird es Sounds geben. Oh, es hat funktioniert. Herr Krieger! Alarm laut. Die Einbrecher fliehen! Es wird Schauspiel geben, es wird drei verrückte Geschichten geben, es wird uns geben. Genau. Und wir sind auch da für einen kleinen Schwatz, für ein bisschen Reden, ein bisschen Blabla. Ach, sieh an, der kleine Assistent von Herrn Krieger. Klein! Genau, ja. Du bringst deine Bücher mit. Blabla. Ja. Too bad to be God. Ihr seht jetzt auch kurz das Cover. Das war dein Auftaktroman. Debüt. Du schreibst ja im Moment ganz andere Richtungen. Ja, ich habe ja auch schon ein bisschen Steampunk geschrieben. Haha. was habe ich sonst noch geschrieben? Märchen, also Blaue Feen und Weiße Königinnen habe ich mit Rona Walter zusammengeschrieben. Das ist eine Anthologie und zwar mehr ein Märchenbuch für Erwachsene. Mhm. Und da gibt es dann alles, also von lustigen, sage ich mal, Märchengedichten, die ich beigesteuert habe. Aber ich habe auch Schauermärchen geschrieben, so wie sie auch. Und ist alles so ein bisschen bunt gemischt, also so alles, was so Märchen angeht, ganz neu interpretiert und ganz neu geschrieben. Ja, aber du schauspielerst auch. Wie kommt das? Naja, ich habe lange Jahre geschauspielert, ja. Ich war ja auch an der Schauspielschule eine Zeit lang, habe dann aber nach einem Semester gesagt, nee Leute, das ist dann doch nicht meins, damit möchte ich meine Brötchen nicht verdienen. Aber ich habe 12 Jahre lang, glaube ich, gespielt. Der Kardinal wird eure Heiligkeit wunschgemäß visitieren. Ausgezeichnet. Der oberste Hirte gewann an Größe. Beiläufig wedelte er mit einer Hand. Zu guter Letzt geht es nochmal um das Buch Volldampf. Das ist Steampunk, da habe ich mitgeschrieben und das werden wir verlosen. Ihr müsst nämlich raten, und zwar, was ist Henrys und Kriegers Ablenkungsmanöver? Ja, es ist erstens, sie rollen eine Vase ins Treppenhaus. Man weiß es nicht. Oder zweitens, sie entzünden Schwarzpulverkartuschen. Na, das wird ja was, eine Schweinerei auf der Bühne. Drittens, sie aktivieren den Alarm im Nebenhaus. Ja, überlegt, welche der drei Fragen es sein können. Die werden jetzt auch nochmal eingeblendet. Und ja, wir werden diese Fragen nochmal stellen, die Frage und die Antworten, die Möglichkeiten, nach dem ersten Stück. Und dann könnt ihr das Buch gewinnen. Ja, da sind verschiedene Steampunk-Geschichten drin. Und die könnt ihr schön mit nach Hause nehmen. Ein wunderbarer Auftakt fürs neue Jahr. Okay, macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Was zum Geier ist hier los? Ah.